Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Ich wollte mal ein kurzes Lebenszeichen geben. Ich muss mich ja jetzt mal erstmal ein bisschen ausruhen von den vielen, also von 31 Tage durchbasteln. Aber ich habe Post bekommen. Das eine ist eine Tauschpost und das andere ist eine Zusendung mit Nadeln und Fäden. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sumaija, Maija, sorry, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Sie hatte das Video gesehen mit der Kooperation von Bibicraft. Also zum einen hat sie mir eine super tolle Karte gemacht. Auch hier mit so Strukturpaste und Glitter. Und dann hat sie mir hier noch so ein bisschen was aufgewickelt für die Perlen, die ich da habe. Da bin ich mal gespannt, ob ich damit durchkomme. Ich fürchte nämlich nicht, aber das werden wir dann sehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also so verschiedene Nädelchen, Nadeln. Und Perlseide, Fäden, Einfädelhilfe. Mal gucken, wie ich damit vorwärts komme. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann habe ich noch, na, andersrum, so. Dann habe ich noch Tauschpost von der lieben Heidrun bekommen. Und die liebe Heidrun hat sich anscheinend gemerkt, dass Türkis Petrol meine Lieblingsfarbe ist. Anscheinend hat sie all ihre Türkis-Vorräte geplündert. Einmal der tolle, ach, das ist sogar zum, ist das sogar zum Kleben? Das muss ich doch gerade mal kurz gucken. Ach, Tatsache, es klebt sogar. Ist sogar selbstklebend. Also ich denke mal, dass du das aufgeklebt hast, oder? Vielen lieben Dank. Dann gab es hier noch so ein paar Sticker mit ganz viel Bling Bling. Holo. Die finde ich mega. Diese ganz kleinen. Also, da sind gute Größen dabei, um halt mal eine Karte zu verzieren. Meistens kriegt man ja immer nur eine Größe, so welche. Willst du mal fokussieren? Ah. Und da sind die kleinen doch um einiges kleiner. Oh, guck nicht auf meinen Daumen, der ist immer noch. Ja. Es tut weh, sagen wir es mal so. Der ist nämlich jetzt, habe ich mittlerweile den Nagel weggemacht, weil ich überall hängen geblieben bin und mir das nur noch mehr weh getan hat. Dann hat sie mir hier noch so eine schöne Verpackung gemacht. Ein Seelenwärmer. Sahne-Mandelgeschmack. Da bin ich auch mal gespannt. Ein Tassencreme-Pudding. Und dann gibt es hier noch ein paar Stempelabdrücke. Noch mehr Stempelabdrücke. Hier so Briefmarken, Stanzen, schätze ich mal. Sowas habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Noch ein Stempelabdruck. Geh nicht rein. So. Na, geht doch wieder rein. So. Sprengt die Verpackung. Dann noch. Ach so, jetzt brauche ich irgendwas zum. Hier. Noch ein Stempel mit Häschen und Eichhörnchen und Eulen. Da wird sich die Katja Eule wieder freuen. Damit werde ich mit Sicherheit demnächst noch was tun. Verbasteln. Eine süße Karte gab es natürlich auch. Und der Hauptgrund, weswegen wir getauscht haben, ich habe ja schon mal reingelunzt, die Verpackung kommt mir bekannt vor. Die habe ich mal für so eine, also es ist ja so eine Gutscheinkarte, die habe ich auch mal gemacht. Mega, hier einfach nochmal so zwei Elemente mit reinzumachen, um sie dann als LTC-Verpackung zu nutzen. Da habe ich jetzt auch gleich wieder eine Idee, wie man das noch ein bisschen umgestalten könnte. Ja, und das war die ATC. Das waren die ATC-Karten zum Thema Frühlingserwachen. Liebe Heidrun, vielen lieben Dank. Freut mich sehr.
Auch über die vielen Basteleien hast du ja ganz schön lange gesessen, wahrscheinlich, nehme ich an. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. Die Karten kommen natürlich wie immer in meinen. Ich brauche langsam eine neue Tür. Eine neue Tür, um meine. Ich kann euch ja mal kurz rüberschwenken. Ja, wie Sie sehen, es ist voll. Also ich habe noch so eine Aufbewahrung, aber ich habe vorne an der Tür auch keinen Platz, weil vorne an der Tür stehen die gebastelten Sachen, die ich so bekommen habe. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich im Wohnzimmer weitermachen und werde es da noch aufhängen. Ja, ihr Lieben, das war es eigentlich auch schon von meiner kurzen Rückmeldung. Ich weiß noch nicht, wann ich das andere Video abdrehe mit meinem. Also ich wollte ja nochmal so ein Gesamtvideo machen für von, nicht für, von der Challenge, was ich bis jetzt halt alles gemacht habe. Vielleicht mache ich es heute Abend noch. Ich muss jetzt aber erst nochmal in die Werkstatt. Ja, von daher vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sumaija und Heidrun. wenn nicht, verbessere mich gerne und sorry, wenn ich es falsch gesagt habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Fühlt euch geherzt und vielen Dank. Ciao.